Ihr schaut ein Level TV mit dem MSI U250 bzw. MSI Wind AMD Vision Gerät. Das ist ein Pre-Production Sample, deshalb haben wir noch keine Cinebench-Daten dazu oder genauere Benchmark-Daten, aber hier bei Windows kommen die üblichen Daten raus. Also es hat ein AMD Athlon 2 Neo 1,3 GHz. 4GB DDR3 RAM eingebaut, das ist natürlich sehr schön, und Windows Ultimate vorinstalliert, das wird wahrscheinlich nicht so auf den Markt kommen. Hier haben wir eine schöne große Tastatur, 11,6 Zoll Bildschirm, heißt da natürlich auch schön viel Platz, ist natürlich jetzt Englisch, deswegen kleine Shift-Taste, Touchpad wunderbar, Single-Touch aber, und zwei separate Maustasten, die sich gut anfühlen, recht tief runtergehen, aber von daher, ja, den Bildschirm kann man maximal so weit nach hinten klappen, wie ihr es hier gerade seht. Nicht sehr schön von MSI, aber was sehr gut gemacht ist, ist, dass der Bildschirmrand wirklich sehr dünn gehalten wurde und das Design wirklich herausragend ist. Das kennt ihr aber schon von der Computex vor einem Jahr, da wurde dieses U250 sozusagen, wird das jetzt hier noch an der Unterseite genannt, da einfach das alte Gehäuse genommen wurde. Das U250 hier wurde letztes Jahr schon im Juni auf der Computex gezeigt, vielleicht gibt es eine fertige Version dann schon dieses Jahr, nächsten Monat auf der Computex, aber wir werden es ja sehen. An der Unterseite kann man erkennen, man kann den kompletten, die komplette Unterseite hier fast abbauen, mit ein paar einfachen Schrauben entfernen. Da ist dann die Festplatte wahrscheinlich drunter und der RAM. Der Akku hat jetzt nur 3 Zellen und 2200 mAh bzw. 25 Wattstunden, aber wahrscheinlich wird es auch eine 6-Zellen-Version geben, bzw. wir hoffen es. Eingänge sind Kopfhörer, Mikrofon, zwei USB, ein Express-Card-Reader, das sieht man auch heutzutage nicht mehr allzu oft beim Netbook, dann Netzwerkeingang und Kensington, Rückseite war ja nur der Akku, und dann haben wir noch einen Stromeingang, VGA-Eingang, Lüfter, HDMI und USB. An der Vorderseite sind nur die Lautsprecher unten, und ja, das war das MSI Wind U250 bzw. das neue 11,6 Zoll Netbook von MSI mit dem AMD, mit der AMD Vision Technology und einem noch unbekannten Namen wahrscheinlich. Für Endeavor TV, das war Balaschgal. Vielen Dank fürs Zuschauen.